Bist du oft wütend oder eher nicht so? Vielleicht spürst du Wut auch gar nicht und Wut kommt erst irgendwie viel später und du checkst erst danach, oh Kacke, da bin ich wütend gewesen. Vielleicht warst du emotional gar nicht irgendwie in dieser Situation und manchmal unterdrücken wir Wut und lassen sie nicht zu. Und ich möchte heute darüber reden, wie das kommen kann und wie man vielleicht dazu kommt, seine Wut auch etwas rauszulassen. Denn wenn du sie nicht rauslässt, dann macht dich das einfach krank und kann dich echt innerlich zerstören. Und ja. Ganz ehrlich, ich habe auch manchmal ein bisschen Probleme, Zugang zu meiner Wut zu finden und muss da auch wirklich ein bisschen drauf achten, Wut auch so zu empfinden. Und bewusst auch mal drauf einzugehen, denn sonst kann das echt dazu führen, dass es mir danach verdammt dreckig geht und ich denke mir dann, ey, was ist denn eigentlich passiert? Warum geht's mir denn so dreckig? Hast du Interesse? Dann lass uns mal starten und dann über unterdrückte Wut reden. Also als erstes, lass uns über Wut allgemein reden und dann so Anzeichen, dass du Wut eventuell unterdrückst und wie du jetzt du damit umgehen könntest, ne? Es ist auch einiges an Selbsterfahrung drin, muss ich jetzt sagen, ne? Also als erstes Wut. Also Wut ist eine Reaktion auf eine Bedrohung. Was Zwischenmenschliches, eine zwischenmenschliche Bedrohung. Und ja, da kann man entweder mit Angriff oder mit Flucht drauf reagieren. Klar. Also Wut ist praktisch eine stärkere Reaktion von Ärger. Also Ärger, das hast du ja mal im Alltag und dann, na, dann zur Seite, aber bei Wut. Das ist auch schon so körperliche Reaktion, ne? Also da ist echt Aggression auch vorhanden. Da gibt es auch einen Unterschied zwischen Zorn und Wut. Zorn ist Wut ohne so Vergeltungsansprüche, ne? Oder Vergeltungsgefühle. Während bei Wut, dann bist du auch echt verdammt sauer auf jemanden. Und boah, ne? ja, bei uns ist es natürlich so, gerade gesellschaftlich gesehen, ist Wut oft nicht erwünscht. Das wird ja eher so ein bisschen abtrainiert, ne? Aber du hast ja trotzdem diese Anspannung. Und diese Anspannung ist dann in dir. Aber wenn du immer ein liebes Kind sein solltest, ein liebes Mädchen, ein lieber Junge, dann wurden dir praktisch ein bisschen so deine Gefühle und Bedürfnisse eventuell abgesprochen. Und vielleicht hast du danach auch verdammt schnell Schuldempfinden. Das kann allerdings auch sein, wenn du deine Wut sehr schnell immer rauslässt, ne? So halb cholerisch bist, ne? Und danach immer denkst, oh Kacke, schon wieder passiert. Aber das ist ja das andere Problem. Wir reden jetzt hier darüber, dass man erstmal Wut empfinden muss und Anzeichen haben muss. Warum unterdrücke ich jetzt gerade meine Wut oder nicht? Und ich habe hier ein paar Anzeichen. Es könnte zum Beispiel sein, dass du deine Wut unterdrückst, ne? Wenn in deinem Elternhaus jemand verdammt wütend war, vielleicht auch cholerisch, und du willst nicht so sein oder erziehungsberechtigt ist. Es kommt jetzt auf deine Kindheit an. Vielleicht ist da jemand, der enorm schnell ausgerastet ist und du möchtest dich da ja auch abgrenzen. Du willst nicht so sein. Du möchtest nicht so sein wie, ja, wie deine Eltern, wie deine Mutter, wie dein Vater. Und das könnte ein Anzeichen sein. Als zweites wäre es auch, hast du vielleicht extreme Muskelverspannung und dein Körper reagiert ja einfach. Diese Anspannung muss ja auch irgendwo hin. Und wenn du sie nicht nach draußen lässt und sie nicht loslässt, dann ja, kann sich das somatisch bemerkbar machen. Bist du vielleicht oft enorm angespannt oder enorm hibbelig und du weißt eigentlich gar nicht so, Kacke, warum denn eigentlich? Und nachher merkst du dann vielleicht erstmal, dass du wütend bist, dass es dann auch verspätet kommt oder du bekommst es gar nicht mit, denn vielleicht erlaubst du es dir auch nicht, ne, wütend zu sein. Was auch sein kann, ist, dass du ein Ja-Sager bist. Das heißt, du kannst dich einfach schlecht abgrenzen. Nein fällt dir einfach schwer zu sagen. Du sagst ja, bist du ziemlich harmoniebedürftig und so ein kleiner Ja-Sager, dann kann es auch sein, dass du dann oft in Wut verfällst. Denn du hast dich nicht abgegrenzt, du hast deine Bedürfnisse, ja, du hast dein Bedürfnis nicht ausdrücken können, dass du, dass hier die Grenze ist und dass du das nicht tun willst. Aber dann machst du es und dann, dann kann es auch dazu führen, dass du verdammt oft passiv-aggressiv bist. Muss nicht sein, aber kann sein. Vielleicht reagierst du oft mit
mit Liebesentzug? Oder ghostest du dann jemanden? Oder ziehst dich dann auf einmal zurück? Also du lässt dir die ganze Zeit was gefallen und dann boom. Auf einmal, echt auch so passiv-aggressiv, kannst du nicht deine Bedürfnisse wirklich mitteilen. Was auch sein kann, ist, dass du einfach schlecht zu dir bist. Also vielleicht ist da eine Selbstablehnung. Vielleicht wurde das auch so ein bisschen beigebracht. Und du nimmst dich gar nicht so richtig wahr. Vielleicht erfüllst du auch nicht deine Bedürfnisse. Vielleicht bist du es dir auch nicht wert. Dann kann es auch sein, dass du verdammt viel unterdrückte Wut in dir hast. Und diese Wut dann praktisch gegen dich selber richtest und nicht gegen die Menschen, die sie vielleicht auslösen. Ja, hast du dich vielleicht so ein bisschen drin wiedergefunden? Na, doof, ne? Aber Wut ist natürlich echt kein schönes Gefühl, sind wir ehrlich. Aber es ist ein menschliches Gefühl. Und es ist menschlich, Wut zu empfinden. Nur, wie geht man jetzt damit um? Möchtest ja jetzt auch nicht cholerisch sein und jetzt jeden anschreien und dann so boom, immer deine Wut rauslassen. Das bringt ja auch nichts, ne? Damit richtet man nur Schaden an. Danach geht es dir wahrscheinlich enorm schlecht. Du hast Schuldgefühle und du vergraulst alle um dich herum. Man muss ja auch irgendwie ein bisschen beziehungsfähig bleiben. Ich meine mit beziehungsfähig nicht nur deinem Liebespartner gegenüber, sondern auch Freunden und deinen Kollegen, deinem Umfeld. Du kannst ja nicht immer direkt so boom reagieren und die Wut rauslassen. Du bist ja jetzt nicht ein, 2 Jahre alt und kannst das gar nicht kontrollieren. Also, wie geht man nun mit dieser Wut um? Als erstes ist es wichtig, wenn die Wut ganz stark ist, dich erstmal zu beruhigen. Also bis 10 zu zählen, aber das reicht jetzt hier nicht, sondern Bewegung zum Beispiel. Du kannst dich erstmal bewegen, dass diese Energie erstmal so ein kleines bisschen so rausgelassen wird. Du kannst kreativ sein, du musst dein Ding finden. Wie kannst du dich denn beruhigen? Vielleicht hilft dir auch Musik. Überleg mal, was hilft dir, Anspannung abzubauen? Um dann im zweiten Schritt zu überlegen, warum bist du denn wütend geworden? Was will die Wut dir denn mitteilen? Welches Bedürfnis erkennst du gerade nicht? Welches Bedürfnis steht hinter der Wut? Das ist gar nicht so einfach. Nämlich bei unterdrückter Wut kommt das ja manchmal ein bisschen später und dann ist man auf einmal wütend und vielleicht weißt du auch gar nicht warum und dann, ja, erstmal. Das alles rauslassen. Bei mir ist Malen ganz cool, muss ich zugeben. Oder Gitarre spielen. Und dann komme ich so langsam runter und Gassi gehen. Gassi gehen, vor allem Gassi gehen. Da kann man immer so viel Anspannung abbauen, wenn man geht. Vor allem durch die Natur. Und oh, also gehen. Wow, super. Um danach im zweiten Schritt mir erstmal bewusst zu werden, welches Bedürfnis war denn dahinter? Bin ich vielleicht nicht gesehen worden? Wollte ich gesehen werden? Fühle ich mich verletzt? Ja, dann geht es in eine andere Ebene und da braucht man ein bisschen sein Köpfchen und muss mal gucken, was hatte ich denn da für ein Bedürfnis? Hatte ich vielleicht ein Bedürfnis nach Nähe oder hatte ich das Bedürfnis, ja, mich abzugrenzen oder habe ich vielleicht zu früh Ja gesagt und wollte das nicht tun oder es kann ja alles Mögliche sein. Also du brauchst dann diese Reflexionsphase, aber das geht erst, wenn du deine Anspannung losgeworden bist, denn sonst bist du in der Wut und wenn du Wut in dir hast, dann kannst du nicht nachdenken. Um dann praktisch den dritten Schritt danach anzugehen, es ist ja eine Beziehungssache, es entsteht ja ein Beziehungskontext, mit der Person dann zu reden. Und zwar ohne Schuldzuweisung. Also du hast die Verantwortung für deine Gefühle, die musst du auch übernehmen für deine Bedürfnisse und praktisch deine Gefühle kontrolliert zu artikulieren. Ja, überlegt zu artikulieren. Gewaltfrei zu artikulieren. Ja, gewaltfreie Kommunikation. Da rede ich ja oft über diese gewaltfreie Kommunikation, diese Ich-Botschaften, ne? Und weniger Schuldzuweisung. Da habe ich auch eine Podcast-Folge, aber das habe ich auch schon zweimal erwähnt. Da kannst du aber gerne mal reinhören. Da geht es praktisch darum, wie kannst du dein Bedürfnis mitteilen, ohne dass es total konstruktiv ist, dadurch, dass es zu etwas führt. Und nicht, dass dann alle wütend sind und boom, Beziehung ist weg, ne? Brauchst du ja auch nicht, ne? Also überlege gut, was ist denn dein Bedürfnis? Und versuch dann auf dieses Bedürfnis einzugehen und darauf zu reagieren. Was gut helfen kann, ist beispielsweise, das habe ich früher auch öfters mal gemacht, ist Briefe zu schreiben, aber sie erstmal nicht abzusenden. Das ist sowieso gut, weil manchmal schläft man darüber und merkt, ist diese Wut überhaupt angebracht? Manchmal ist diese Wut ja gar nicht
in dieser Situation wirklich entstanden. Das heißt, dass du eigentlich vielleicht früher eine Situation hattest und das noch ein bisschen so in dir gespeichert war oder irgendwas so getriggert wurde. Und dann wird das praktisch dadurch ausgelöst, aber es hat eigentlich nichts mit der eigentlichen Wut zu tun, die du vielleicht empfindest. Und gerade wenn man das aufschreibt und seine Gefühle erstmal so freien Lauf lässt, denn da ist ja niemand, ne? Du kannst da auch Leute beschimpfen, es ist total egal, du verletzt ja niemanden. Hauptsache, du lässt es erstmal raus und das frisst sich nicht in dich hinein und verletzt dich. Deswegen aufschreiben kann so helfen und sag dir immer, du tust danach niemandem weh. Also, dass dieses Schuldempfinden, das du vielleicht hast, dann nicht da ist. Und wenn du es aufschreibst, dann reflektierst du auch. Und du lässt auch den Stress so ein bisschen raus. Und ja, das finde ich kann sehr, sehr helfen. Um dann im weiteren Schritt, manchmal muss man nicht mehr aufschreiben, wenn du weiter bist, es auch anzusprechen. Und da, ja, da brauchst du halt wieder diese gewaltfreie Kommunikation und dann auch deine Bedürfnisse mitzuteilen. Sag, dass du dich vielleicht verletzt gefühlt hast, als das und das geäußert wurde. Oder dass das ein bisschen für dich, dass sich das grenzübergriffig angefühlt hat. Und red von dir, red in Ich-Botschaften, um dann sich praktisch auch um dich zu kümmern. Dann kann es natürlich dazu kommen, dass Leute dich nicht mehr mögen. Damit musst du klarkommen. Auch wenn sich das total anfühlt. Denn Ablehnung, klar, früher, ne, Steinzeit, Ablehnung, raus aus der Gruppe, sicherer Tod, ne, das ist bedrohlich. Aber werd dir mal bewusst, du musst nicht von jedem gemocht werden. Und es gibt auch wirklich Menschen, bei denen das besser ist, wenn du dich von ihnen fernhältst. Ne? Die tun dir auch einfach nicht gut. Auch wenn du dich darum bemühst, dass sie dich mögen, ist es besser, sich von einigen Menschen, die dir wirklich nicht gut tun, auch abzugrenzen. Und das spürt man ja auch in sich. Und dann nimm dein Bedürfnis wahr. Nimm dein auch Bedürfnis wahr, Abstand zu nehmen von diesen Menschen. Das ist wichtig. Mach nicht andere Menschen viel, viel wichtiger als dich selbst. Das ist sowieso so schwer, diese Selbstliebe, ne? Wirklich da hinzukommen. Also für mich ist es auch immer noch so, ich kämpfe da oft mit, ne? Aber bin schon zum Glück schon echt weitergekommen. Aber sich wirklich bewusst zu machen, dass man selber der wichtigste Mensch ist. Du bist die ganze Zeit mit dir zusammen, dein ganzes Leben. Und du solltest dir auch sehr wichtig sein. Das ist sehr wichtig, dass du auch ein wichtiger Mensch bist, der wichtigste Mensch, um dann auch Beziehungen führen zu können, um auch lieben zu können. Sicher, dein Partner ist auch wichtig. Aber du musst dich als erstes erstmal um dich kümmern, bevor du dich eigentlich um andere kümmern kannst. Und was auch noch sehr wichtig ist, wenn du deine Bedürfnisse äußerst, natürlich führt das dann zu Gesprächen, es geht dann weiter und dadurch können aber auch Beziehungen auch wirklich erst entstehen. Dann geht es erstmal in die Tiefe. Denn wenn du wirklich einen Freund hast und deine Bedürfnisse mitteilst und sagst, ey, das habe ich irgendwie, hatte ich ein doofes Bauchgefühl. Wenn du darüber reden kannst mit einem Menschen, dann, ja, dann entsteht erstmal diese Nähe und dann entsteht auch eine verdammt gute Freundschaft und dann entsteht auch Verständnis. Denn, hey, der andere muss dich ja auch verstehen und wenn du dich nicht äußerst und nicht sagst, hier, das und das, das hast du nicht gesehen, das war mein Bedürfnis. Wie soll der das denn sehen? Der kann dir doch nicht in den Kopf gucken. Ja, also so etwas zu äußern hat immer beide Seiten. Natürlich kannst du einige Leute vergraulen, aber du kannst auch enorme Nähe herstellen. Wenn nicht gesprochen wird und geschwiegen wird, in Familien, in Beziehungen, dann entfremdet man sich, dann ist kein Gefühl von Nähe da. Und ja, ich finde, nur durch Reden und wenn du wirklich mutig bist, deine Bedürfnisse mitzuteilen, dann können wirklich richtig tiefe, tolle Beziehungen entstehen. Und deswegen, ja, Wut. Wut ist wichtig. Und wenn du auch unter unterdrückter Wut ein bisschen so leidest, dann mach dich dran. Es ist echt ein Riesenberg. Man muss auch manchmal häufiger dran. Manchmal geht es dir im Leben ein bisschen schlechter und dann neigst du vielleicht zu alten Verhaltensweisen und unterdrückst diese Wut wieder und ja, da muss man wieder ran. Boom. Und sich damit auseinandersetzen, um so Beziehungen zu führen, die wirklich etwas bedeuten. Und was wäre das Leben ohne Beziehungen?
die wirklich an dein Herz gehen und die etwas bedeuten. Das macht das Leben doch viel bedeutsamer, oder? Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei, deine Wut zu finden, wenn du sie unterdrückst und deine Bedürfnisse dann auch mitzuteilen. Und ich wünsche dir auch die richtigen Menschen in deinem Leben dafür. Und ich hoffe, dass wir uns hier nächste Woche wieder hören. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Bis dann. Bye.